Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr auf der Karte die Maschine das Easter Egg lösen könnt. So, falls es irgendwelche Steps gibt, Leute, die ihr schon kennt oder schon gemacht habt, dann könnt ihr einfach die Stellen überspringen, denn ich habe Zeitmarken hinzugefügt. Von dort aus könnt ihr bequem zu dieser Stelle, wo ihr nicht weiterkommt oder die ihr noch machen müsst. So, als allererstes müssen wir Strom und Pekka Punch aktivieren. Dazu öffnen wir am Spawn direkt hier die erste Tür, laufen rechts entlang und sprengen diese Wand. Dann laufen wir hoch, links entlang bis zum Ende. Dort sehen wir schon den nächsten blauen Pfeil, der uns den Weg weist, sprengen diese Wand hier. Nachdem wir die Wand gesprengt haben, laufen wir geradeaus weiter zum Juggernaut. Dann laufen wir da rechts runter und sprengen die nächste Wand. So, jetzt nach unten und dann nach links. Die Tür öffnet sich automatisch. So, ihr könnt jetzt nach links oder rechts. Wir gehen nach rechts, öffnen die Tür. Da sehen wir schon wieder einen blauen Pfeil, laufen da entlang. Sprengen nochmal diese Tür hier. Und wir halten uns wieder rechts, Leute. Und laufen zur Markierung. Dort sehen wir auch schon wieder den nächsten blauen Pfeil. Ihr öffnet diese Tür. Und hinter der Tür befindet sich der Stromschalter. So, jetzt aktiviert ihr den Strom und jetzt müsst ihr Pekka Punch aktivieren. Das macht ihr, indem ihr erstmal zu den beiden Terminals geht und die bedient. Jeweils links und rechts einer. So, nachdem ihr die beiden Terminals bedient habt, erscheint eine Anomalie beim Pekka Punch. Beziehungsweise hier unter dieser Maschine. Genau. Zu dieser Anomalie müsst ihr nun gehen. Das ist der erste Dimensionsriss. Es war der Teilchenbeschleuniger. Das hatte Projekt Endstation erforscht. Dann geht in die Anomalie rein. So, jetzt wird die Map kurz dunkel. Und ihr müsst das fehlende Pekka Punch Teil aufsammeln. So. Wie ihr seht, wird euch jetzt auf der Karte eine neue Markierung angezeigt, Äthertunnel. Dieser Äthertunnel befindet sich meistens bei der Absturzstelle oder bei der Selbstwiederbelebung. Guck mal, hier sehen wir schon das Teil, was wir brauchen. So, dann läuft ihr hier hoch, am besten rechts entlang, wenn ihr beim Pekka Punch Raum steht, rechts entlang. Dann hier hoch. Und hier könnt ihr eigentlich auch rechts laufen, aber ich laufe jetzt hier links einfach lang. Geht auch. Und hier haben wir den Äthertunnel. Ihr braucht 500 Punkte dafür, Leute. Dann werdet ihr in einen Raum teleportiert und in diesem Raum befindet sich das fehlende Pekka Punch Teil. Geht nun zum Pekka Punch und setzt dieses Teil ein, um Pekka Punch freizuschalten. Wie ihr seht, nachdem ihr das Teil eingesetzt habt, spawnt hier die Pekka Punch Maschine. Und ihr könnt nun eure Waffen verbessern. So, als nächstes, Leute, müsst ihr das Ethoskop zusammenbauen. Um die Teile zu finden vom Ethoskop, müsst ihr eine Anomalie betreten. Das ist auch ganz egal, welche ihr nehmt. So, es gibt hierbei keine bestimmte Reihenfolge, Leute. Es gibt drei Locations, die sind fest. Aber die Reihenfolge der Locations kann sich jedes Game ändern. Also ihr müsst jede Location einmal ablaufen. Ich zeige euch jetzt die einzelnen Locations dafür. Die erste Location ist am Spawn. Hier an der Treppe. So, jedes Mal, wenn ihr ein Teil aufhebt, spawnen Hunde. Also denkt dran, dass ihr, bevor ihr was aufhebt, checkt, ob ihr überhaupt noch Munition habt. Das zweite Teil befindet sich beim Arsenal unten an der Treppe. Und das dritte Teil befindet sich bei der Absturzstelle auf dem Flugzeug hier, Leute, wie ihr seht, auf dem Flugzeug, auf der Turbine drauf. Wenn ihr nun alle drei Teile eingesammelt habt, Leute, dann müsst ihr zurück in den Pickup anschrauben. Ganz unten ist eine Werkbank. Dort könnt ihr dann das Äthoskop zusammenbauen. Baut es zusammen
und hebt es nun auf. Das ist unser Glückstag. Wir haben neue Befehle vom Direktor. Wir sollen den Dimensionsriss. So, nachdem ihr das Ätherskop gebaut habt, spawnt hier in der Krankenstation eine neue Anomalie. Diese müsst ihr benutzen für die Tagebuchquest. Stellt euch am besten schon mal hier hin, weil ihr müsst jetzt in diesen Raum rechts rein. Wenn ihr die Anomalie nun betreten habt, steht hier ein Computer. Neben dem Computer ist ein Tagebuch. Diesen Tagebuch müsst ihr zu drei Geistern bringen, Leute. Einer ist direkt hier unter der Treppe. Da erscheinen dann so blaue Kugeln. Ihr drückt einmal auf die blaue Kugel und dann gebt ihr den Geist, der daraus spawnt, das Tagebuch. So, ich zeige euch jetzt noch die anderen zwei Locations. Als kleiner Hinweis, Leute, immer wenn ihr in der Nähe von einer Anomalie seid, beziehungsweise einem Geist, dann kriegt ihr auch diesen Hinweis, dass ihr eine Anomalie entdeckt habt. Die zweite Anomalie hier, beziehungsweise Geist, ist beim Kontrollzentrum. Klickt auf die blaue Kugel, es spawnt ein Geist, gibt ihm das Tagebuch. Und die dritte und letzte Anomalie befindet sich wieder im Packer-Punch-Raum. Und zwar direkt vor der Werkbank, wo wir das Ätherskop zusammengestellt haben. Klickt wieder auf die blaue Kugel, gibt dem Geist das Tagebuch. Und jetzt müsst ihr nur noch warten, bis die Map wieder normal wird. Wenn die Map wieder normal ist, geht wieder zurück in die Krankenstation. Und nun könnt ihr am Computer gehen. Wie ihr seht, am Buch rechts ist jetzt ein Passwort. Das gebt ihr einfach am Computer ein. Und ihr habt die Tagebuch-Quest fertig. Wenn ihr das Tagebuch gemacht habt, spawnt hier unten direkt diese Anomalie. Ihr müsst unbedingt diese Anomalie benutzen, Leute, die ich jetzt genommen habe. Unterm Packer Punch, weil sonst klappt das Ganze nicht. Und dann müsst ihr gelbe Kristalle aufsammeln. Wenn ihr eure Wunderwaffe volles schießt einmal, weil sonst könnt ihr nicht aufsaugen, dann könnt ihr das aufsaugen. Hier, die erste Location ist links vom Juggernaut. Das ist für die Elektrowaffe übrigens, Leute. Wenn ihr das dann aufgesaugt habt, dann müsst ihr euch wieder zurückbegeben nach unten, dort wo ihr die Anomalie benutzt habt. Rechts davon ist eine kleine Kiste und da müsst ihr dann diesen Aufsatz gegenschießen. Falls ihr vorher irgendwo hinschießt, Leute, dann verschwindet dieser Aufsatz und ihr müsst das Ganze nochmal neu machen. So, einmal gegenschießen und fertig. Falls ihr das nicht bei der ersten Anomalie schafft, kein Problem, levelt ein bisschen, nach ein, zwei Runden spawnt dann die Anomalie wieder und ihr könnt es wieder machen. Der zweite Spot ist bei der Selbstwiederbelebung beim Teich gegenüber. Und der dritte Spot befindet sich beim Penthouse oben, neben der Perkmaschine. So, wenn ihr dann alle drei Teile habt, einfach gegen die Kiste schießen und ihr könnt eure Elektrowaffe aufrüsten. Meiner Meinung nach die beste Wunderwaffe von allen vielen. So, kommen wir nun zu Nova 5, der Giftwunderwaffe. Ihr geht wieder zum Penthouse, nach oben, dann nach rechts. Und dort seht ihr eine goldene Flasche. Die könnt ihr aufsaugen. Die fliegt dann zu euch rüber, hebt dann auf. So, und ihr begebt euch zum Waffenlabor unter der Rakete. Und da habt ihr einen Spot in der Ecke. Da könnt ihr ihn einsetzen. Was ihr jetzt machen müsst, ihr müsst die Flasche aufladen, Leute. Und das geht, indem ihr eine Munitionsrunde habt und den grünen Nebel von den Hunden bekommt. Also einfach warten, bis die Munitionsrunde da ist. Daneben stellen und Hunde töten. Und es lädt sich dann auf. Ihr braucht auch nicht viel Hunde, so 2-3 Hunde, das reicht. Wenn ihr das aufgeladen habt, dann einfach die Flasche wieder rausnehmen. Und ihr begebt euch dann wieder zur Absturzstelle und da ist eine Kiste. Dort platziert ihr sie drauf und schießt einfach dagegen und die Kiste öffnet sich. Nun könnt ihr eure Nova 5 aufrüsten, beziehungsweise eure Giftwaffe. Und ja, also ich finde die jetzt nicht so stark. Die schießt halt Kugeln ab, die halt wodurch Nebel entsteht und im Nebel kriegen die Zombies auch Damage, aber die Elektrowaffe ist viel, viel besser. Vor allem fürs Easter Egg. So, jetzt die dritte Waffe, Leute. Hier bei der Abschussstelle am Cockpit, wenn ihr da drunter schaut, dann seht ihr da eine Kiste. Diese Kiste könnt ihr einfach aufschießen und nun müsst ihr das Teil, was da drin ist, rausnehmen. Wie ihr das macht, ganz einfach, ihr benutzt eine Anomalie. Weil sobald ihr die Anomalie benutzt habt, fängt das Teil an zu schweben und ihr könnt einfach ganz ruhig da drunter und die Sicherung da rausnehmen.
So, wie ihr seht, fängt das Teil jetzt langsam an zu schweben und ich kann das Teil hier rausnehmen. So. Wenn ihr das Teil rausgenommen habt, Leute, ist es ganz wichtig, dass ihr unbedingt die Anomalie am Teich benutzt, weil sonst klappt das nicht. Also bei jeder Wunderwaffe müsst ihr halt die eigene Anomalie benutzen, weil sonst findet ihr die Spots nicht, beziehungsweise die Spawn nicht. Wenn ihr die Anomalie dann benutzt habt, geht ihr zurück zum Waffenlabor und dort spawnt dann so ein kleiner Laser mit der Kiste. Dort drückt ihr einmal und wie ihr seht, das lasert die Kiste auf. Jetzt verschwindet die Anomalie und diese Kiste spawnt beim Teich hinter dem Wagen. Einfach hingehen, die Kiste öffnen und ihr habt euren Thermo- bzw. Feueraufsatz. So, und die letzte Waffe, die Kryo, die Eiswaffe, müsst ihr wieder zum Penthouse. Dort seht ihr jetzt gegenüber eine Kiste. Da schießt ihr einmal gegen, Leute. Und auf der anderen Seite ist jetzt ein Glas, was aus der Kiste gefallen ist. So, was ihr jetzt braucht, ist ein Megatron. Ein kleiner Tipp, ihr könnt das auch beim ersten Spawn des Megatrons machen. Und zwar muss dieser Megatron sein Gift gegen diesen Pilz an diesem Baum am Teich schießen. Wenn er das gemacht hat, dann leuchtet der blau und es kommt eine kleine Ansage und es ist fertig. Jetzt könnt ihr an diesem Baum euer Glas platzieren. Genau, ihr platziert jetzt euer Glas hier und dann muss einfach ein bisschen Zeit vergehen. Spielt einfach ein bisschen, lauft ein bisschen durch die Map und guckt immer zwischendurch, ob das Glas voll ist. Ihr erkennt das, dass es voll ist, weil das Glas dann aufleuchtet. Ist kaum zu übersehen, Leute. So, ich muss mal kurz hier weg. Okay. Ich schaue jetzt mal nach. Und das Glas ist voll. Wenn das Glas voll ist, nehmt ihr es einfach mit und begebt euch in die Krankenstation. Dort habt ihr hinten in der Ecke eine Kiste. Und dann frieren die Ketten ein und gehen kaputt. Und ihr könnt euren Aufsatz benutzen. So Leute, als nächstes müsst ihr wieder in die Krankenstation gehen. Dort seht ihr diese vier Säulen, die aus dieser Kapsel dort kommen. Dort müsst ihr jeweils mit der richtigen Wunderwaffe gegenschießen. Und wenn ihr das dann richtig gemacht habt, dann geht diese Säule nach oben. Welche Wunderwaffe ihr nehmen müsst, das erkennt ihr an diesen Farben, die am Ende der Säule sind. Und mit dem entsprechenden Farbe müsst ihr halt gegenschießen. Das macht ihr mit allen vier Wunderwaffen. So, Wunderwaffe 3. Ich behalte immer die Elektrowaffe als letztes, weil ich gehe damit in den Bossraum rein und darum schieße ich als letztes damit gegen. Wenn ihr das dann gemacht habt, spawnt hier direkt eine neue Anomalie, die benutzt ihr. Und wenn ihr die benutzt habt, Leute, geht ihr wieder nach oben. Direkt hinter der Wand, wo auch der Computer steht, ist eine neue blaue Kugel. Dort klickt ihr drauf und es spawnen Geister. Diese Geister reden jetzt ein bisschen miteinander und wenn sie zu Ende geredet haben, lassen sie einen Gegenstand fallen und diesen müsst ihr aufheben. Wenn ihr das nun aufgehoben habt, begebt euch zurück zum Spawn, Leute, und dort steht ja dieser Panzer. Ihr geht zum Panzer und drückt dann dreimal drauf. Wenn ihr dreimal drauf gedrückt habt, wird dann oben ein Zombie spawnen. Diesen Zombie tötet ihr und begebt euch zur Werkbank, falls ihr keine explosiven Sachen dabei habt. Ich stelle mir hier immer C4 her, ihr nehmt das C4, wirft es auf diesen Panzer vorne, zündet es und dieser Panzer wird eine Kugel abfeuern. So, diese Kugel müsst ihr nun holen gehen. Diese Kugel befindet sich immer hier vorne beim Juggernaut, passt auf, wenn ihr in der Nähe seid, spawnen wieder Hunde. Die würde ich auch als erstes töten, weil ihr müsst diese Kugel nehmen und wohin tragen und wenn ihr die Hunde nicht tötet, dann könnte es sein, dass ihr stirbt, weil ihr ziemlich langsam mit der Kugel unterwegs seid. So, wenn ihr dann die Kugel genommen habt, dann begebt euch wieder zurück zur Krankenstation und setzt die hier bei dieser roten Kiste ein, wo auch die Geister vorher standen. So, als nächstes braucht ihr einen Megatron, Leute. Wenn ihr einen Megatron habt, dann tötet ihr ihn, damit er sich in zwei Hälften teilt. Und diese zwei Hälften müsst ihr jeweils hier in der Krankenstation in diese blaue Kapsel einsaugen.
Das macht ihr einfach, indem ihr den darunter lockt und dann wird er automatisch eingesaugt. Wenn ihr das dann mit beiden gemacht habt, betätigt ihr den Computer und aus diesen zwei einzelnen Megatrons wird wieder ein ganzer. So, danach erscheint so eine Sequenz, bis er dann ausbricht. Und wenn er dann ausgebrochen ist, könnt ihr aus dem Raum wieder raus. Ihr müsst euch die Sequenz anschauen, Leute, weil die Türen sind abgeschlossen und vorher gehen die nicht auf. So, wenn ihr das dann gemacht habt, dann spawnt im Wohnzimmer direkt am Anfang halt eine neue Anomalie. Diese müsst ihr betätigen. Und als nächstes begebt ihr euch hier hinten rechts in die Ecke. Das ist genau da, wenn ihr vom Spawn aus die erste Tür öffnet, rechts in die Ecke, Leute. Dort ist dann eine neue Kugel. Dort drückt ihr drauf, dann erscheint dieser Geist. Dieser Geist schaut sich jetzt ein Bild an. Ihr müsst die Sequenz abwarten und am Ende wird er dieses Bild auf den Tisch legen. Und mit diesem Bild kommt ihr dann in den Bossfight rein, Leute. Also ab hier würde ich mich dann schon für den Bossfight fertig machen. Das heißt, kauft euch eure Perks, puncht euch eure Waffen, sucht euch perfekten Equipment aus. Also ich kann jedem nur empfehlen, die Elektro-Wunderwaffe mitzunehmen, weil die ist wirklich sehr OP. Und ihr werdet das auch gleich im Bosskampf sehen, also wie easy ich das mit der Waffe mache. Und Affen wären auch nicht schlecht oder Täuschgranaten oder ähnliches, Leute. Also macht euch fertig, bevor ihr auf das Bild drückt, weil wenn ihr auf das Bild gedrückt habt, dann ist es vorbei. Also es reicht auch, wenn nur einer vom Team drauf drückt, dann werden alle teleportiert. Wenn ihr dann bereit seid, hebt das Bild auf und ihr werdet in den Bossraum geschickt. So Leute, der Bossfight. Hier sehen wir den Megatron, den wir freigelassen haben, unseren alten Kumpel. Der wird jetzt erstmal ein bisschen reden, wir müssen erstmal so ein bisschen abwarten. Wie ihr seht, ist alles gesperrt und ihr könnt aber nebenbei immer, wenn ihr eure Panzerung verliert, hier beim Arsenal wieder eure Panzerung auffrischen. Das geht auch natürlich. Und Packer Punch habt ihr hier auch, könnt eure Elementare wechseln. Ja Leute, auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal abwarten, bis er fertig geredet hat. So Leute, jetzt hat er angefangen da etwas zu reparieren und zwar wird er in dem Laufe des Easter Eggs jetzt drei Teile reparieren und ihr müsst ihn während der ganzen Reparaturvorgänge beschützen. Also ich würde euch empfehlen, nehmt eure Wunderwaffe, spammt einfach drauf Leute. Das Gute an dieser Wunderwaffe ist auch, dass die Megatrons sehr sehr schnell down gehen und wenn ihr noch die zwei anderen Hälften von den Megatrons tötet, droppen die immer Munition, das heißt ihr habt immer Max Muni. So, jetzt einfach immer beschützen. Affen wären auch nicht schlecht, Leute, kann ich euch auch empfehlen. Und was auch sehr wichtig ist, meiner Meinung nach, ist, als Ausrüstung nehmt euch den Aetherschleier mit. Weil es gibt ja ab und zu so Momente, wo ihr stuck seid, ihr kommt nicht raus und mit dem Aetherschleier kommt ihr da ganz easy wieder raus.
So Leute, nachdem ihr ihn dann bei allen drei Reparaturen beschützt habt, müsst ihr noch kurz warten, bis die Sequenz vorbei ist. Dann könnt ihr nämlich raus aus dem Raum. Und ihr müsst zum Helikopter. Der Helikopter befindet sich beim Teich, also beziehungsweise bei der Selbstwiederbelebung. Und es gibt nur einen Weg. Es werden überall so blaue Blitze spawnen, Leute. Passt auf, weil die blauen Blitze töten euch direkt. Und es reicht, falls ihr mit Squads spielt zum Beispiel, reicht es, wenn nur einer es zum Ziel schafft, Leute. Und zum Helikopter geht. Und zwar, Leute, müsst ihr hier rechts entlang, beziehungsweise ihr müsst zum Arsenal gehen, läuft da die Treppen hoch, dann seid ihr in der Krankenstation, läuft hier rechts die Treppen hoch, springt über diese Lücke, dann läuft ihr geradeaus weiter durch die Tür, hier läuft ihr rechts die Treppen hoch, direkt wieder nach rechts, Leute, dann befindet ihr euch in der Absturzstelle, von dort aus müsst ihr weiter nach rechts, passt auf, hier ist es ein bisschen eng, läuft hier zwischen diesen Blitzen durch. Dort seht ihr schon den Heli. Ihr wartet, bis der Heli gelandet ist und steigt ein. Herzlichen Glückwunsch, Leute. Ihr habt das Easter Egg geschafft. Falls ihr noch Fragen zu diesem Easter Egg habt, könnt ihr mich gerne unter den Kommentaren fragen. Ansonsten würde ich mich über jedes Like und jeden Abo freuen. So, falls ihr noch mehr Content sehen wollt, ich halte euch am Laufenden. Ich werde das Spiel jetzt nämlich durchsuchen, Leute. Das war's jetzt für mich. Ich verabschiede mich und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.